Und damit ein ganz recht herzliches Willkommen zum Nahverkehrsupdate im Monat Juni. Heute unter anderem mit Themen aus den Städten München, Regensburg und Moskau. Der wichtige Ausbau des Würzburger Straßenbahnnetzes lässt weiterhin auf sich warten. Die sogenannte Hublandlinie, welche als Linie 6 einmal verkehren soll, wird sich um ca. 2 Jahre mit dem Baustart verzögern. Ursprünglich sollte der Bau einmal in diesem Jahr beginnen, allerdings aufgrund fehlender Bauzulassungen kann er erst voraussichtlich im Jahr 2027 starten. Daher soll die Strecke dann 2029 bis 2030 in diesem Zeitraum ungefähr fertiggestellt sein. Etwa 30.000 Fahrgäste sollen in Zukunft einmal mit der Strecke fahren. Seit Anfang Mai sind in Mannheim auch die vierteiligen Fahrzeuge der Rhein-Neckar-Tram unterwegs. Zuvor waren bereits im vergangenen Jahr die dreiteiligen Fahrzeuge in Betrieb gegangen. Gebaut werden sie dabei vom Hersteller Skoda. Die Vierteiler werden dabei als Typ 37T bezeichnet und besitzen eine Länge von 40,6 Metern. Von dieser Variante wurden insgesamt 37 Fahrzeuge bestellt. Insgesamt sollen 80 neue Fahrzeuge von Skoda nach Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen gelangen. Dabei sollen in Zukunft auch 60 Meter lange Fahrzeuge und damit die längsten Straßenbahnen der Welt in die Stadt gelangen. Seit mehreren Jahren wird in Regensburg an einem neuen Straßenbahnnetz geplant. Im Jahr 2018 sprach sich im Stadtrat eine Mehrheit für die Planungen zur neuen Straßenbahn für Regensburg aus. Am 9. Juni parallel zur Europawahl sind nun die Bürger gefragt und sie sollen darüber entscheiden, ob die Straßenbahn gebaut werden soll oder nicht. Geplant sind derzeit 2 Straßenbahnlinien, größtenteils auf der Nord-Süd-Achse der Stadt. Eingesetzt sollen dabei 45 Meter lange Straßenbahnen. Werden sich die Bürger gegen das Projekt entscheiden, heißt das das generelle Aus für eine Straßenbahn in Regensburg. Am 3. Mai wurde in Hamburg ein neuer U-Bahnhof eröffnet. Zumindest teilweise, denn am U-Bahnhof Horner Rennbahn wurde für die Verlängerung der U4 ein komplett neuer Bahnsteig errichtet. Besonders interessant ist das Design des Bahnsteiges dabei allerdings nicht. Mit der Inbetriebnahme wurde nun aber auch die einjährige Streckensperrung für den Streckenabschnitt Richtung Mümmelmannsberg und Billstedt für die U2 und U4 wieder zurückgenommen und sie konnten endlich wieder durchfahren. Die U-Bahn-Linie 5 in Hamburg könnte nun 2 Jahre früher als geplant, 2033 statt 2035, bereits zum Borgweg verkehren. Denn die Verlängerung zum Borgweg wird nun in den ersten Bauabschnitt integriert. Das bedeutet nun, zumindest scheint es so laut den Aussagen des Verkehrssenators von Hamburg, dass der erste Abschnitt bis zur City Nord nun nicht mehr wie geplant 2028, sondern auch erst 2033 in Betrieb gehen kann. Das bedeutet also wieder einmal eine lange Verzögerung bei einem so wichtigen Verkehrsprojekt. Seitdem die neue Berliner Senatsregierung bestehend aus CDU und SPD im Amt ist, wird an mehr U-Bahn-Ausbauten geplant. So könnten nun auch die U-Bahn-Linien 2 und 9 im Berliner Norden, genauer gesagt im Stadtteil Pankow, verlängert werden. Bis Ende 2025 wird nämlich nun eine Grundlagenuntersuchung über deren Verlängerung durchgeführt. Genau für diese Grundlagenuntersuchung wurde im Mai der Verlauf der Trassen für die U2 und U9 festgelegt. Die U2 soll dabei über Pankow-Kirche entweder bis Osjetzky-Platz oder Pastor-Niemöller-Platz geführt werden und die U9 von der Osloer Straße über Pankow-Kirche bis möglicherweise in den Blankenburger Süden. Dabei geht es vor allen Dingen darum, derzeit entstehende große Neubaugebiete an das ÖPNV-Netz mit anzuschließen. Am
Am 19. Mai feierte die Straßenbahn in Woltersdorf ihren 111. Geburtstag. Um diesen Geburtstag gebührend zu feiern, waren auf dem Betriebshof der Straßenbahn zahlreiche historische Fahrzeuge ausgestellt und auch auf der Strecke unterwegs. Eines der Highlights der Veranstaltungen war dabei auch ein großer Fahrzeugkorso. Außerdem wurden die neuen Straßenbahnfahrzeuge von Modatrans vorgestellt. Diese sollen ab Sommer im Netz der Woltersdorfer Straßenbahn unterwegs sein. Die noch recht jungen Avenue M-Fahrzeuge in Ulm sollen allesamt um 2 Wagenmodule verlängert werden. Somit sollen die Fahrgastkapazitäten in den Fahrzeugen von derzeit 185 Fahrgästen pro Fahrzeug auf 256 erhöht werden. Der Umbau soll voraussichtlich im Jahr 2027 bei allen Bahnen abgeschlossen sein. Ende April wurde das erste umgebaute Fahrzeug der Baureihe 424 für die S-Bahn Köln vorgestellt. Insgesamt 24 Fahrzeuge, die ehemals bei der S-Bahn Hannover im Einsatz waren, sollen bis 2025 umgebaut werden und in den Einsatz bei der S-Bahn Köln gehen. Sie besitzen dabei nun vor allen Dingen einen modernisierten Innenraum mit neuen Fahrgastinformationsanzeiger und auch USB-Steckdosen. Allerdings ein Manko der Fahrzeuge ist, dass sie einen niedrigen Einstieg bei 76 cm Höhe besitzen und die Bahnsteighöhe bei der S-Bahn Köln 96 cm beträgt. Kommen wir nun zum Auslandsjournal. In der chinesischen Stadt Zhongyang wurde am 15. Mai eine neue Straßenbahnlinie inklusive einer Zweigstrecke in Betrieb genommen. Die Strecke ist aber insgesamt 17,2 Kilometer lang. Eingesetzt werden dabei 26 fünfteilige Straßenbahnfahrzeuge von CRRC, welche vom Design her an Alstom Citadis-Fahrzeuge angelehnt wurden. Die Bahnen sind dabei allerdings bisher nur im 20-Minuten-Takt unterwegs. In der größten Stadt Marokkos, in Casablanca, gingen Anfang Mai 2 neue Straßenbahnlinien in Betrieb. Damit ist das Netz um 60% gewachsen. Die Linie T3 ist dabei 14,1 Kilometer lang und die Linie T4 12,5 Kilometer lang. Die Linie T3 verläuft dabei auf der Nord-Süd-Achse der Stadt und die Linie T4 auf der Ost-West-Achse der Stadt. Insgesamt 39 neue Haltestellen sind zum Netz hinzugekommen. Eingesetzt werden 66 neue Fahrzeuge des Typs Citadis. Sie verkehren dabei Heck an Heck gekuppelt, um so mehr Platz zu schaffen. Die Linie T4 soll in Zukunft auch noch in Richtung der Moschee Hassan Dö verlängert werden. Für die norwegische Hauptstadt Oslo wurden insgesamt 20 neue U-Bahnen bestellt. Den Zuschlag für die europaweite Ausschreibung erhielt dabei der Hersteller CAF für seinen Typ Ineo. Im Vertrag wurde auch eine Option auf 90 weitere Bahnen festgelegt. Dreiteilig sollen die Züge dabei werden und sie sind vorwiegend für die im Bau befindliche neue U-Bahn-Strecke Fornebu-Bahn bestimmt. Am 6. Mai ging in Paris die Verlängerung der RER-Linie E vom Gare Saint-Lazare in Richtung La Défense in Betrieb. Sie ist dabei 8 Kilometer lang und besitzt 3 neue Stationen. Dabei verläuft sie größtenteils im Tunnel. Für die Fahrt auf der gesamten Strecke benötigt man gerade einmal 12 Minuten und hinter der Tunnelstrecke schließt sie dabei auch weitere Vororte an das RER-Netz und mit der Innenstadt besser zusammen. Die Strecke soll dabei außerdem vor allen Dingen die RER-Linie A und die Metrolinie 1 mehr entlasten. In Moskau wurden im Mai die ersten fahrerlosen Straßenbahnen getestet. Zwar vorerst nur auf dem Betriebshof, allerdings sollen sie demnächst bereits auch im Straßenbahnnetz mit einem zusätzlichen Fahrer zur Sicherheit getestet werden. Bereits ab 2025 sollen sie dann im Fahrgastbetrieb vollständig ohne Fahrer in den Betrieb gehen. Die Einführung dieses Konzeptes soll dabei in einem 3-Stufen-System erfolgen. Das könnte den weltweiten Straßenbahnverkehr definitiv revolutionieren.
Ja, und damit bin ich auch bereits in des Nahverkehrsupdates im Monat Juni angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben und schreibt gerne was in die Kommentare. Wichtig auf jeden Fall zu erwähnen ist nochmal, am 9. Juni finden parallel zur Europawahl in Regensburg und in Erlangen Volksentscheide zur Abstimmung über die beiden dortig geplanten Straßenbahnnetze. Also wenn ihr aus der Gegend kommt, geht da auf jeden Fall wählen, um eurer Stadt eine mögliche Chance für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte zu ermöglichen oder eben auch nicht. Ich sage mit an dieser Stelle ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.